Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge OMSI 2 mit mir, den Sevita Let's Player. Wir fahren heute die 835 auf der wunderschönen Überland-Map Lanau V3. Wir starten hier von Weidenkopf Bildungscampus und fahren zum Wiesenfeld Bahnhof über Maybach. Und wir fahren heute mit einem C2,5 € in der Ü-Variante. Ja, ich finde, der Bus passt hier sehr schön auf dieser Map. Ich weiß nun nicht, warum der hier M schildert. Ja, M für M. So, ja, wir starten hier gleich. Die Fahrt dauert ungefähr 40 bis 45 Minuten. Ich nehme dieses Video jetzt hier schon zum fünften Mal auf, da Omsi meint, ja, ist nicht so mit Fahren. Naja, so, wir stellen uns hier mal alles ein, machen die Dachluken gleich mal zuerst auf und die Fahrgastluken, wollte ich gerade sagen, die Fenster innen drinne, damit hier auch genug Luft reinkommt. So. Dann machen wir hier jetzt noch ein bisschen. Ah, das Licht brauchen wir gar nicht. So, die Chipkarte nehmen wir erstmal runter und starten den Bus. Ja, jetzt einmal kurz Ruhe. Oh, schon schön. Hört sich wie so ein Facelift an. Wir fahren hier mit einer ZF-Variante. So, erstmal das Rollo ein Stückchen runter. Man kennt es. Ja, so. Die Karte machen wir da klar hier noch drin. Und ich hoffe, heute geht das mal mit Fahren. Beziehungsweise, dass Omsi mal durchhält, weil Omsi protestiert ja gerne mal. So, wir machen den Gang rein, lösen die Feststellbremse, machen hier noch Lichter an und fahren mal an die erste Haltestelle. Beziehungsweise will ja hier eh keiner rennen. Das ist na klar. Ja, zum Kühe melken, wollte ich gerade sagen. Ja, es ist so, wie es ist. So, dann können wir ja hier nochmal alles bestätigen. Eingabe gespeichert. Zum Anfang einmal gesagt, Lanau ist halt echt eine Map für sich selber. Es ist keine Anfänger-Map. Ich habe Florian Kahles Video gesehen. Jeder kennt Florian Kahle. Denke ich mal so. Diese Buchten. Also, wer jetzt sein Video geguckt hat, diese Buchten, die gibt es auch Nächste in Haltestelle, Weidenkopf, Lahnhospital. Lahnhospital. Die gibt es auch in Wirklichkeit. Also im Landkreis Stade haben wir diese Buchten auch, wo man dann mal kurz so abfährt. Wo mal Landkreis Stade, beziehungsweise da, hier gibt es eine 64, falls ich mich mal verspreche hier in dem Video. Oder beziehungsweise auf der ganzen Map. Ja, es ist so, wie es ist, ne? Es gibt eine B73 bei uns hier, die führt durch Stade. Und ja, ich habe schon so bemerkt, dass ich manchmal B73 dazu sage. Aber ist wohl Gewohnheit, ne? So, die junge Dame, steigen Sie ein. Steigen Hallo. Sie ein. Hallo. Moin, moin. So, wir fahren jetzt erstmal zum Weidenkopf Zopp und danach zur Schulstraße. Aber wir können schon mal zuerst die Schulstraße anfahren und die Leute mitnehmen. Dann haben wir schon mal ein, ja, wie sagt man, zwei Haltestellen abgefahren. Ah, gut, eine Haltestelle abgefahren. Dann können wir dort gleich durchfahren.
Denn Schulstraße kreuzen wir jetzt eh einmal. Nächste Haltestelle. Weidenkopf, zentraler Omnibusbahnhof. Genau, zentraler Omnibusbahnhof. Da sollen wir um 8:30 Uhr sein. Guck mal, haben wir schon Verspätung. Also nehmen wir jetzt hier kurz einmal die Haltestelle mit. Guck mal, wir fuschen hier wieder so ein bisschen. Hallo. Moin, moin. Ja, komm rein, Winfried. Sonst hängst du hier in der Tag. Tür. Guten Tag. So. Ja, dann haben wir diese Haltestelle nämlich auch schon. Dann können wir hier gleich durchfahren. Das ist gut. Ja. So, macht man das, na klar. So, zopp. Haltestelle 3. Ja, wir fahren einmal rum, genau. Und ja, am letzten Steig halten wir denn. Das passt hier alles. Oh, hast den Bordstein mitgenommen. So, kommen Sie rein, können Sie rausgucken. Der junge Herr. Hallo. Moin, moin. Moin, 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 moin. Ne? So. Guck mal. Sind sogar so gesagt pünktlich. Ach, Weidenkopf, zopp. Zopp. Sollen wir erst um 40 sein? Naja. Immerhin haben wir jetzt schon eine Haltestelle weniger, außer Nein, da steht. er fährt ja, Ja, Leute, das ist ist ja gut da hinten. unglaublich. Er hat da Da so einen stehen jetzt noch Führerschein wie welche, Bonn ne? oder was? Dann müssen wir da na klar auch noch halten. Das würde na klar. Ja, Nächste war Haltestelle, klar. Weidenkopf, Schulstraße. Das war klar. Ja, dann kommt mal her hier. Schulstraße erst um 41. Guten Da Tag. haben wir noch ein bisschen Verfrühung. Mann, Mann, Mann. So, erstmal jemanden zurückgeschrieben. Ja, dann können wir jetzt auch abfahren. Mein Gott. Wir wollen ja nicht so wie in Manningen enden, ne? Dass wir nur Verspätung haben. So, ja. Nächste Lahnauf. Haltestelle, Weidenkopf, Industriestraße. Lahnauf V2 ist halt wirklich, wie ich herausgefunden habe, so eine reine, schöne Überlandmap. Und nix für Anfänger. Lahnauf V3, Guten also in Tag. dieser Version, wir sind ja nicht V2 oder die ganz alte Lahnau-Karte gefahren, die erinnert mich so ein bisschen an Tettau. Jetzt mal for real. Es ist schön. Einfach Überland zu ballern. Nichts anderes. Gut, jetzt sind wir hier. Ja gut, es Nächste ist ein Dorf Haltestelle, hier, ne? Weidenkopf zum Musbach. Zum Moosbach. Ja, es erinnert mich halt einfach daran, ne? Ja. Denkt dran, wir haben Sommer, einen Schluck trinken jetzt hier bei. Ah, tut gut. So, was macht ihr hier? Achso, rote Ampel. Ja, passt. Wir haben 1:30 Verfrühung. Ja, ne? So, dann können wir uns den ganzen Bums mal von hinten anhören. Hallo.
Nächste Haltestelle, Weidenkopf, Glückshof. Mensch, diese Sounds sind einfach Shakusel. Oder wie das auch immer heißt hier, ne? Wir wollen ja nicht so sein, ne? So, bei 80 ist dieses Auto abgeregelt, beziehungsweise dieses Kfz. Wir werden hier so ungefähr 24 bis 25 Kilometer fahren. Das weiß ich, weil ich ja schon ein paar Videos jetzt hier gemacht habe von dieser Linie und Omsi immer an der gleichen Stelle meinte, ich will heute nicht mehr. Ich habe einfach keinen Bock. So, Weidenkopf Glückshof. In der letzten Folge wollte ich gerade sagen, nee. In den Videos habe ich immer gesagt, dass Weidenkopf wirklich groß ist. Guck mal, wir sind hier wohl noch in Weidenkopf. Ah nee, Glückshof war ein eigenes Dorf, okay. Aber es gehört wohl zu Weidenkopf. So wie ich das hier annehme. Schreibt es mir in die Kommentare, ob ich mich jetzt hier irre oder nicht. Denn das würde mich sehr interessieren. So. War hier ein bisschen eng. Oh, das passt da hinten. Der Pester passt. Wenn ihr hier auf Lano einen Fahrplan auswählt, dann wird euch auch automatisch angezeigt, ob hier ein Gelenkbus oder ein Solo gefahren wird. Beziehungsweise empfohlen. Da steht dann gleich da, 18,15 Meter oder 13,12 Meter. Irgendwie so, auf jeden Fall. Ne? Habt keine Angst, macht es. Es gibt auch Linien, die wirklich straff sind. Das hier ist eine Linie, die eher nicht so straff ist, wollte ich gerade sagen. Irgendwie habe ich die Hälfte gerade vergessen. Das ist, na klar, nicht vorteilhaft, ne? So, joa. Nächste Haltestelle, Rot-Obere Dorfstraße. Rot-Obere Dorfstraße. Joa. Dann wollen wir doch mal, guck mal, 00. Wir sind, na klar, auch pünktlich, so wie die Deutsche Bahn. Ne? Aber darauf kann man sich ja heutzutage auch nicht mehr verlassen, ne? Deutsche Bahn. Damals war das vielleicht so, aber heute. Vielleicht. Teils. Ja, ist okay da hinten. Ich hab das schon verstanden. Lasst mich in Ruhe. Lasst mir den Frieden. So. Obere Dorfstraße, da sehe ich sie ja schon. So, guck mal, ganz entspannt mit 45 hier durch. Ja gut, bremsen müssen wir, na klar, ne? Aber ich sage immer, wer bremst, verliert, ne? Das haben sie schon in der Steinzeit gesagt. So, obere Dorfstraße. Das sind wirkliche Dörfer hier, ne? Oh. Das geht gar nicht. Abzug in der B-Note. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. 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 So, ab kurz.
Wir sind ja pünktlich, also. Von daher schießen wir hier einfach mal los. So, ja. Was gibt's sonst noch Neues? Grüße gehen raus an Julian. Julian weiß Bescheid, bestimmt. Nächste Haltestelle, Mitteln A, Umgehung Bundesstraße 64. Genau. Der hat mir sehr geholfen. Ja, beziehungsweise, ne? Paar Scenery Objects haben mir hier auf dieser Karte gefehlt. Der hat mir die, na klar, sehr gerne rübergeschickt. Beziehungsweise, ne? Konnte mir helfen. Was ihr hier für diese Karte braucht, ist auch echt heftig. Es sind, glaube ich, an die 5 Gigabyte. Es ist heftig. Gut, ich habe nicht so viel gebraucht. Ich habe nur 12 oder 13 Scenery Objects gebraucht. Und Splines haben mir nur 3 oder, ne, 2, 3 gefehlt. Also von daher, ne, die Karte ist hier wirklich umfangreich. Oh, ach doch. Oh, 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 oh. Wir müssen hier halten. Ich habe den Haltewunsch fast vergessen. So, ja, das war schon. Schön, ne? Für eine Person hier anzuhalten. Aber was soll man machen? Es ist nun mal so, wie es ist, ne? Für eine Person macht man gerne was. In ÖPNV. Aber, ja. Es ist, wie es ist. Nächste Haltestelle, Hotel Krawinkel. Hotel Krawinkel. So. Irgendwann mal kurz geschrieben hier. Fahren wir mal ganz entspannt hier um diese Kurve. Guck mal, 7,3. Also fast die Hälfte geschafft. An Linienweg. Von daher. Bisschen entspannt heute. Haben auch wieder eine Minute Verfügung. So. Boah. Ich muss sagen, ich bin irgendwie müde. Ich weiß gar nicht wovon. Naja. Vielleicht von derselben Linie fahren oder ja. Also jetzt meine ich aufnehmen, ne? Weil mich das so übelst aufgeregt hat. Dass immer an der gleichen Stelle das Dingens abgeschmiert habe. Und ich habe mich in der Aufnahme noch beschwert, lustig gemacht, dass jemand da an dieser Stelle einen Ausfall hatte. Weil ich habe das ja auf Omsi Navigation gesehen. Der stand die ganze Zeit so und war dann weg. Deswegen, von daher, habe ich mich selber über mich lustig gemacht. So. Mann, 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 Mann. So. Hotel Krawinkel. So. Möchte denn dort jemand mit? Nö, da steht bis jetzt keiner. Ja, dann fahren wir durch. Bisschen die Scheibe hier mal sauber machen. Hab das Gefühl, dass die so ein bisschen dreckig ist. Nächste Haltestelle. Bottenberg. Gasthaus Engel. So. Ah, ja, ein bisschen entspannt hier über Land ballern. Wer hätte es sich gedacht, dass ich diese Karte mal zeige? Es ist ja wirklich nichts Interessantes gerade auf
Der Omsi Webdisk, muss ich sagen. Es kommt sehr wenig raus. Vielleicht ist Omsi jetzt hier den Abgrund nahe. Aber das denke ich nicht. Das hat man ja damals schon gedacht. Und trotzdem kam was Neues raus. Also hoffe ich mal, dass es nicht dabei bleibt. Ne? So, ja, ein paar Höckel liegen. Paar Höckels hier. So, Maybach. Ja, da fahren wir ja auch noch rüber. Über Maybach. So. War das hier an dieser Stelle? Nee. Oder? Wo ich mich dann noch lustig gemacht habe? Ich glaube schon. Nee, an dieser Stelle hier. Hier fahren wir jetzt auch mal ein bisschen besonders langsam durch. Ja, da geht's schon wieder los. Was sehe ich da? Die Texturen werden nicht gerendert. Und wir haben wieder den gleichen Fehler. Also, wer bis hierhin geguckt hat, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, was dieser Fehler ist. Es regt mich langsam auf. So, an dieser Stelle gesagt, wir sehen uns gleich wieder. Hoffentlich. So. So, dort sind wir dann auch wieder zurück. Ich musste Omsi jetzt nochmal 7-mal starten. Irgendwann hatte ich dann keinen Bock mehr. Eigentlich sollte dieses Video schon am Sonntag rauskommen. Aber Omsi hat mir einen Knick durch die Rechnung gemacht. Ja, ich hatte mich ja noch lustig gemacht, dass bei den anderen Omsi-Spielern da immer die Karte hängt. Als ich Test gefahren bin, hatte ich das auch geschafft, dass die Karte an der Stelle nicht gehangen hat. Ja, ganz mysteriös. I don't know, was das soll, dass Omsi mich denn in den Anus hickt, ne? Das ist so eine Sache, ja. So, welcome back, sage ich jetzt einfach mal. Normalerweise habe ich dieses Letzte Video am Haltestelle, Samstag aufgenommen. Hessen-Waldklinik. Und heute ist schon Montag. Ja, ganz toll, wenn Omsi jemanden einen Knick durch die Rechnung gemacht. Hoffen wir, dass es jetzt nicht nochmal der Fall sein soll. Ja, was soll ich dazu sagen? Ist es Omsi? Jeder kennt Omsi gerade wegen 32-Bit und schießt mich tot. Wir lassen das einfach mal an dieser Stelle stehen, wo wir so gesagt aufgehört haben. Ich muss zu Omsi nicht mehr viel sagen. Dieses Spiel ist eigentlich selbsterklärend, sage ich jetzt einfach mal so. Just for fun mäßig, technisch und sonstiges, ne? So, ja, wir fahren jetzt hier hoch und drehen dann wieder, fahren runter und fahren dann rechts. Also da, wo wir eigentlich aufgehört haben. Ich weiß gar nicht, ob das hier eine Schulanlage ist. Nee. Hessenwald Waldklinik, okay, eine Klinik. Könnte auch so eine richtige Kurklinik hier sein. Fällt mir gerade mal so auf. So ein Höckel. Boink, boink. Fahrgäste haben wir jetzt, na klar, nur zwei. Da wir ja um sie zwei neu starten mussten. Alles so ein bisschen Trilala, sage ich jetzt einfach mal so, ne? Um sie 32-Bit und jeglicher anderer Shit, ne? Man kennt es, es ist so wie es ist, ne? Und man kann es nicht ändern. Schönen guten Moin, Tag. moin. Guten Tag. Oh, Voice Crack. Hallo. So, jetzt komm. Ich hab Abfahrt. Hallo. Mann, Mann, Mann. So, dann geben wir Gas und haben Spaß mit dem Omsi. In der Hoffnung, dass nicht nochmal was passiert hier, ne? So.
Hessen-Waldklinik pünktlich abgefahren. Nächste So soll das. Abzweigung bei Rot. Abzweigung bei Rot. Wollte gerade sagen, bei Reut. Nee, bei Rot. Also. Da wollen die Fahrgäste mich schon wieder verlassen. Das finde ich nicht gut. Aber wenn sie da aussteigen wollen, ja, ist doch gut mit dem Wischer hier. Ne? Wenn sie da aussteigen wollen, dann lasse ich sie da gerne raus. So, bis der da hinten kommt, sind wir lange rum. Jo. Abzweig Bayreuth. Bayroth. Oh. Ich bin hier schon in Bayern. Bayreuth war doch in in Hamburg, genau. In Bayern. Oder nicht? Erinnere ich mich da jetzt falsch? Puh, keine Ahnung. Und so. Bus frei. Hier fährt also auch eine Linie links rein. Aber heute fahren wir da nicht lang. Da kommt der Kollege. Ah, der fährt recht. Nee, auch X53. Okay. Vielleicht ist das sogar gewollt mit dem X vorne. Kann sein. X53. So. Ah, jetzt kommt der Opel. Naja. Immer diese Opel-Fahrer. Hahaha. Ne? Jeder Opel fährt ein Opel oder andersrum, ne? Jeder Opel wird von einem Popelfahrer gefahren. Prachtkreuzung. Prachtkreuzung. Genau, da fahren wir auch wieder rein und fahren dann wieder raus. Ach ja, schön. So lobe ich mir das. Schöne Überlandkarte mit ein paar Problemen, aber das liegt an Omsi, denke ich mal, dass Omsi nicht nachlädt. Das finde ich so ein bisschen traurig, das macht so ein bisschen das Spiel kaputt, aber ja, weiß ich nicht, ne? Das Spiel ist ja jetzt auch schon old, ne? Na, guck mal. Also, ich dachte hier schon wieder, ist passiert, ne, nochmal. Oh, ja. Entweder ist das Repaint kaputt, was auf dem Bus da vorne ist, oder sonstiges. Das sehe ich jetzt auch gerade zum ersten Mal, denn eben hatte der Kollege ja ein Repaint. Und jetzt ist das irgendwie, ja, ne? Ja. Guten Tag. Hallo. Moin, moin. Hallo. Na, kommen Sie rein, kommen Sie rein. So, Abfuhrts. Pünktlich wie die Deutsche Bahn. Das lädt ja hier schon wieder alles nach. Das gibt es doch gar nicht. Aber ich dachte, der Bus lädt jetzt auch. Ja, huch, anscheinend ist das Repaint kaputt. Naja, da kann ich auch nichts machen, ne? Außer die Repaints nochmal einfügen, ne? Alles andere ist nicht in meiner Macht. Das kann ich leider nicht hier so, ne, beherrschen. Wie war das immer? Kaputt machen kann jeder, heil machen nicht so. Das ist wie wenn man Sachen auseinanderbaut und sie nicht wieder zusammenkriegt, ne? Bundesstraße 64. Der Bundesstraße 64. So, joa. Oh, wollt ihr mich schon wieder verlassen? Ihr lasst mich ganz alleine. Das finde ich nicht nett. So, 20 Grad. Guck mal, wir haben es jetzt 7 Uhr und schon 20 Grad. Also ich meine jetzt 7 Uhr in Real Life, ne? 20 Grad, gut, was sagt das Handy? Die Wetter-App? Die sagt 16 Grad. Um 7 Uhr 18 Grad. Also, klingt ordentlich hier, ne? Der Sommer ist back in town. Echt, so, ja. Ach ja.
Wie gesagt, oder wie in den letzten Videos schon gesagt, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr so sehen wollt. Mich würde das na klar auch sehr interessieren, gerade weil ich ja euren Wünschen nachkommen möchte. Ich hatte ja auf meinem Discord schon eine Abstimmung gemacht, ob ihr Lanau, also Landkreis Lanau, sehen wollt, V3 oder nicht. Also zwei, drei Stimmen haben dafür gesprochen. Finde ich gut. Nur schreibt mir gerne eure Wünsche. Ne? Das ist so, wie es ist. Und nicht anders. So. B74. Ach so, Haltewunsch haben wir ja. Da habe ich jetzt ein bisschen das verpasst. Naja, da müssen die Fahrgäste halt so aussteigen. Tut mir leid. Ach so, Einstieg haben wir auch. Erik. Ja, moin, altes Warten. Haus. Ja, komm rein. Setz dich. So, kommen wir hier noch rum. Joa, Tatsache. Mit der Schnauze auf dem Bordstein. Naja. So ist das, ne? Maybach müsste auch gleich kommen. Nächste Ja. Haltestelle, Kletterpark, Hessenwald. Genau, Kletterpark Hessenwald. Und dann kommt Maybach, denn wir fahren ja über Maybach. Hahaha. Oh. Will jemand Erdbeeren, Kürbisse oder was war das da eben? Mann, Mann, Mann. So, 16 Kilometer schon hier abgefahren. Na gut, siebenmal neu gestartet. Siebenmal schon die gleiche Strecke gefahren, so gesagt. Immer bis zu dem Zeitpunkt, wo. Ja. Ob sie da nicht wollte. Das ist na klar, sehr prickelnd. Ich sag da auch nicht, oder ich halte da auch nicht viel von. Muss ich sagen, ganz ehrlich. Das ist nicht so die artsgerechte Haltung. Hört auf, echt, ey. Ja, was so in Deutschland abgeht, das ist ja auch nicht so das Feine gerade, ne? Also, ja. Der eine sagt, ne, wir sind vegan. Die anderen sagen, ja, ohne Fleisch geht nicht. Also, ich bin auch voll für Fleisch, ne? Das sind immer so eine Sachen, die von jetzt auf gleich kommen, ne? So wie mit den Klimakleber und sonstiges oder Klebern. Ist es da doch genauso. Ja, was soll man denn jetzt noch retten? Ganz ehrlich. Und wenn, hätte man das schon viel früher machen sollen. Leider ist es so, aber da steckt man halt nicht drinne. Kauft euch alle ein E-Auto. Ja, und woher kommt der Strom? Ja, das ist halt nicht so bedacht. Naja, aber es ist, wie es ist. So, dann müssen wir hier rechts. Tatsache. Noch ein bisschen Offroad-Action hier mit dem U530, nenne ich ihn jetzt mal Euro 5. Naja, C2, Euro 5. Denn wir haben nämlich einen Haltewunsch, sonst wäre ich hier gar nicht reingefahren. Ups, ein bisschen Offroad hier. So. Ja, gut, er läuft durch den Bus. Ja, ist so Standard hier vielleicht. Naja. So. Ja, bis der Opel da kommt, da sind wir ja schon rüber. Oh, wir haben eine Minute Verspätung. Naja. Da müssen wir uns hier ranhalten. Gerade zum Ende. Man kennt es aus Manningen. Nächste Haltestelle, Maybach, Landratsamt. Maybach Landratsamt.
Guck mal, und die Kilometer, die werden immer mehr. Ja, so wollen wir das. Es ist halt Überland, ne? So, guck mal, hier haben sie schon Heu gefahren. Man sieht aber nicht viel, als würde das schon gegrobert sein. Oder gepflügt. Ja, Omsi. Omsi ist gerade in dieser Jahreszeit ja schön zu fahren, ne? Es blüht alles, es ist beautiful. Ne? Es ist einfach beautiful. Obwohl die Texturen ja nicht wirklich so prickelnd sind, außer vom Bus jetzt her, ne? Da sind sie na klar erste Sahne, Partysahne. Joa. Und so. Viele Haltestellen müssten wir auch gar nicht mehr haben. Wenn wir jetzt in Maybach angekommen sind, gucken wir mal auf den Fahrplan. Denn wir haben jetzt auch wieder ein bisschen Verfrühung. Das tut sich ganz gut. 600 Meter noch bis zur Haltestelle, aber das ändert sich gar nicht, sehe ich gerade. Huch. Ne, 608. Ne, 600. Distanz 600. Schön. Jetzt kriegen wir wieder Verspätung. Da steckt man halt nicht drinnen, ne? Ja, er bleibt bei 600 Meter Distanz. Huch. Herr Officer, das war nicht so gut. So. Oh, jetzt geht's runter. 599, ja, schön. Aber safe sind wir gleich da. Und Verspätung, die sammeln wir jetzt auch, warum auch immer. Muss ich mal die rote Schrift hier anmachen. Jo, 1,7. Komisch. 60 FPS, das ist schön. So will ich das haben. Schön so mit 60 FPS durch die Gegend fahren. Ja. Tipptopp. So. 597 Meter noch. Aber das müsste hier auch gleich um die Ecke sein. Genau. okay. Ah. Jetzt ist das Auto auch gerendert. So. Geradeaus ist Maybach. Genau. Das Schild verdreht uns viel. Jo. Die Hamburger sind hier auch unterwegs. So trifft man sich wieder. Ja, 25 Grad im Bus. Schön. 20 out. Ach so, ja. Ich habe ja auch keine Fenster hier auf, fällt mir gerade ein, ne? Das ist na klar auch ganz Dann schön. fahre ich wieder Auto. Jo, sorry. Oh, ey. Oh, oh. Jo. Ist klar. So. Ist klar, ist klar. Ja, aber Dachluken müsste ich Hallo. eigentlich aufhaben. Jo. So. Abwurz. Ach so, Fahrplan gucken, aber brauchen wir gar nicht. Denn wir sehen hier Wiesenfeld Bahnhof schon. Um 15 nach. Also drei Haltestellen noch. Das kriegen wir alles gebacken hier. Das kriegen wir Nächste alles hin. Haltestelle, Abzweig Lohhof. Zweiglohhof. So. Abzweigung Uluhof. Ja, wäre ich da ein bisschen weiter rechts gefahren, hätte ich den Bordschein geknutscht hier. Ach, kein Problem, sagt ihr, ne? Meckert nur die Fahrgäste. So, Abzweig Lohhof. Nee, ohne Witz. Ich hatte ja schon im letzten Teil gesagt, gut. Bevor Omsi abgeschmiert ist,
dass mich diese Karte echt an Tettau erinnert. Es ist, wie es ist. Ich glaube nicht, dass Manfred jetzt hier mit wollte, ne? Nö. So. Ja, das ist hier so Tettau 2.0, ne? Oder frei. Gut. Man kann es auch so sehen Letzte oder Haltestelle, vergleichen. Allendorf, Abzweig. Allendorf Abzweig. Man kann es auch so sehen, dass das hier eigentlich Freifurt ist. Oder vergleichen mit Freifurt, ne? Weil gestaltet ist ja schön, aber das, was man runterladen muss dafür, da muss sie jeder um die zwei Spieler eigentlich schlucken, ne? Da muss jeder um die zwei Spieler schlucken. Aber ja, dafür ist es eine sehr schöne Karte und es gibt halt auch ein paar mehr Linien. Gut, auf Freifurt gibt es auch mehr Linien. Von daher unterscheidet sich das nicht so. So, jetzt müssen wir hier erstmal hochkarren. 80, ja klar. Wir fliegen um die Kurven. Wir fliegen einfach nur. I can leave, I can fly. So, hier ist jetzt wieder 50. So. Guck mal, brauchen wir schon gar nicht mehr bremsen. Das macht der Berg für uns. Das ist tipptopp. Tipptopp. Produkt. So, da vorne der VW-Bus, der nimmt uns na klar den Speed hier, den wir drauf haben. Der meint, er kippt auch gleich um. Aber es ist so, wie es ist. Man steckt da ja nicht drinne. Das kann ich weiß nicht, von wem ich den Spruch habe. Aber es ist halt einfach so. Hört auf jetzt, hört auf. Ich glaube, das ist nicht so gut, ne? Wenn ich den Spruch die ganze Zeit sage. Nee, 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 nee. Geht so nicht weiter. Das ist die reinste Katastrophe. Abzweig Allendorf. Ja, Mensch. Um sie. Mach hier nicht mir wieder einen Knick durch die Rechnung. Ich glaube, das wollen wir alle nicht. So, Haltewunsch haben wir hier. Abzweig Allendorf. Dann machen wir mal den Warnblinker drin hier. Einmal stoppet. Oder so haben wir auch nur noch vier Fahrgäste. So, Next Stop Endstation. Abfuhrts. So. Dann wollen wir mal, dann wollen wir mal. Nächste Haltestelle, Wiesenfeld, Bahnhof. Endstation. Fahrgäste bitte aussteigen. Genau. Und bitte, wie schon Mannigan gesagt, lasst eure Wertgegenstände gerne liegen. Der Busfahrer freut sich. Die Wertgegenstände werden auch einkassiert bei mir. Nein, so sind wir na klar nicht. Wir geben alles im Fundbüro ab. Hahaha, ne? Ja. So, 1 Minute Verspätung, mein Gott. Also ich habe schon mitgekriegt, dass ein paar Linien wirklich eine Heizer- oder Heizerlinien sind. Dass der Fahrplan so straff ist wie, ja, was nimmt man da als Vergleich? Ja, wir lassen lieber den Vergleich straff. Ne? Wir lassen es lieber dabei. So, jetzt geben wir hier nochmal ein bisschen Gas. Achso, da vorne müssen wir sowieso rechts. Und fahren wir immer noch mit 60 FPS? Ja gut, 45, 50. Das ist auch okay. Aber das hier ist jetzt schon wieder nicht okay. Mal einen Augenblick warten jetzt hier.
Oder will mich Omsi jetzt auf den Arm nehmen? Ich glaube schon. Naja, ich sag dazu nix. Ja, wir sehen uns dann gleich wieder. Ja. Ich hab richtig noch Lust, ne? So, ja, da sind wir jetzt wieder ohne Fahrgäste und irgendwie mit 3 Minuten Verspätung. Ich habe keine Ahnung warum, obwohl Omsi ja zwischengespeichert hat. Und ja, jetzt meinte Omsi mir 3 Minuten reinzukloppen. Vielleicht kommt das auch von Omsi Auxi, man weiß es nicht, ne? So, Wiesenfeld Bahnhof sind wir stehen geblieben, beziehungsweise fahren wir jetzt an. Die letzte Haltestelle und 2 Trilliarden Cuts dazwischen. Omsi, der Bus-Simulator, den wir alle lieben und verfrieden. Nein, doch. So ist es leider. Naja, was soll man machen? So. Da sind wir angekommen. Ja, zu spät, zu spät. Du mich auch. So, wir machen den Gang rein. Machen den Motor aus. Tun die Haltestellenbremse rein. So. Ja. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, dieses Video. Mit den 2 Cuts jetzt drin. Oh Mann. Omsi. Ich sag dazu einfach nichts mehr. Ja. Falls es euch gefallen hat, dann gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben. Wenn nicht, dann nicht. Es ist na klar, wie immer, euch überlassen. Falls ihr noch nicht abonniert habt, dann abonniert. Abonnieren ist kostenlos. So wie auch ein Google-Konto. Omsi, ja. Und auf der linken Seite kommt ihr zum letzten Video, auf der rechten zur Omsi 2 Playlist und in der Mitte ist selbsterklärend. So. Und somit haut rein, bleibt geil, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.